Ciao Servus. zusammen, hier ist wieder der Alf von der Bastelgarage. Heute bauen wir ein Morsegerät, das heißt, wir haben einen Button und wenn man den richtig drückt, wird dann hier auf der Matrix die Buchstaben hingeschrieben. Das wäre das Ziel. Jetzt, damit wir das machen können, müssen wir als erstes mal irgendwie einen Untergrund haben, wo wir das Ganze montieren können. Ich habe jetzt hier unser Brettbordhalter genommen, bei denen können wir hier auch noch gediegen mit dem Schalter ein paar Löcher bohren und das Ganze dann auch mit den mitgelieferten Schrauben fixieren. Ich mache das mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ihr seht hier, es gibt ja zu diesem Breadboard-Halter die Nylon-Schrauben dazu. Ich werde die jetzt mal gleich verwenden, um den Schalter festzuzurren. Ich mache das mal zuerst mit zwei Schrauben über Kreuz. Ich habe hier auch die Abstandshalter, diese hier, die ihr verwenden könnt. Ich mache jetzt da das Kabel Richtung Breadboard. So. Ich würde immer zwei um zwei mal das kurz anhängen, sonst fällt euch das alles auseinander. So, die Schraube habt schon so ein bisschen angezogen. So, ich ziehe das jetzt noch nicht fest. Ich mache dazu erst noch kurz die anderen zwei Schrauben hin. So. Alle vier. Ihr habt ja auch diese Plastikfüße dazu, dass das Ganze ein bisschen in der Luft ist, weil sonst das Ganze, wenn ihr das nur auf ein Brettchen festmacht. So, das Ganze zu wenig hält. Ziehen wir das noch kurz an. Schalter. Zu diesem Schalter ist noch zu sagen, der hat einen internen Pull-Up-Widerstand und eine LED drauf. Also das macht es natürlich ein bisschen einfacher, dass man das hier auch gleich leuchten sieht. Ich verlinke euch den noch. Der ist von Robodyn, finde ich echt toll. Ja, dann würden wir hier das ESP festmachen. Ich habe jetzt hier einfach ein ESP verwendet. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen. Es gibt ja zwei verschiedene ESP, einen, den man aufs Brettboard stecken kann und dann links und rechts noch eine Reihe frei bleibt. Ich arbeite sehr gern mit dem, dann hat man immer genügend Platz. Jetzt werden wir das Ganze noch zusammen verkabeln. Ich zeige euch hier kurz die Anschlüsse. Zu diesem Button-Switch, ich drehe den mal kurz, gibt es einiges zu sagen. Der hat einen internen Pull-Up-Widerstand. Und der hat eine LED, die leuchtet, wenn man den Schalter drückt. Aus diesem Grund hat er auch drei Anschlüsse. Was braucht der Schalter, um angeschlossen zu werden? Das ist hier das VCC, das wäre das Plus. Das GND ist das Minus und das S steht für Switch, also den Schalter selber. Dann schließen wir doch das kurz an. Ich nehme jetzt hier weißes Kabel für das Plus, schwarz für Minus und dann noch das Graue. Das Graue kommt auf D2, so wie ich meinen Programmcode definiert habe. Und Plus und Minus kommen hier auf die andere Seite direkt. Dann haben wir hier GND, also das 3,3 Volt. Den Schalter kann man mit 5 oder 3,3 Volt betreiben. Ich zeige euch das mal schnell kurz. Also hier wäre jetzt das 3,3 Volt wäre das weiße und GND wäre schwarz. Hier auf der anderen Seite wäre bei D2, ich hoffe man kann es sehen, wäre dann der Stecker drin. Ja. Dann kommt jetzt eigentlich nur noch die Verkabelung der Matrix. Die Matrix, die läuft mit der 5 Volt. Also wenn wir jetzt hier hinten die Anschlüsse anschauen, haben wir VCC
Also Plus, gehende Minus, dann der DIN, das ist der Data Input, CS für Kabel Select und Clock für die Zeit. Also das sind eigentlich diese Anschlüsse, die wir brauchen. Da gibt es ja auch denn bereits alles im Code. Also für uns ist mal erster Linie schließen wir hier das Plus und Minus an. Man sieht es jetzt hier nicht so gut. Das ist das VIN und GND auf diesem ESP, den ich hier verwende. Ich verwende ja am liebsten den kleinen, weil wir dann hier auf dem Breadboard noch links und rechts je einen Platz frei haben, um zu stecken. Ich verlinke euch auch den, wenn es euch interessiert, so wie die Matrix und den Button und das Breadboard natürlich auch. Ja, dann hätten wir jetzt hier eigentlich nur noch die drei Kabel zum Anschließen. Also das CS und den Clock und den Data Input. Das grüne Kabel, also jetzt in meinem Fall der Clock, der kommt auf D6. Mach das mal kurz hier. D6, dann gefolgt vom gelben Kabel auf D7 und das orange auf D8. Wenn ihr natürlich einen anderen ESP verwendet oder ein Uno, gebt einfach im Programmcode, ändert das Ganze ab, so dass ihr das so habt wie ich. Dann versorgen wir das Ganze mal mit Strom. Ich habe hier bereits den Code auf dem ESP voraus aufgespielt. Starten wir das mal und wie sehen kannst du, Morsen ist hier kurz durchgelaufen. Wenn man 5 Sekunden drückt, dann wird der Screen gelöscht. Und ihr habt auch zwei Variablen, die zeige ich euch noch im Code, wie ihr das Ganze steuern könnt. Versuche jetzt mal hier meinen Namen zu schreiben und dann schauen wir uns das mal kurz an. Dann wäre das A wäre kurz lang, das L wäre kurz lang, kurz kurz, das F wäre kurz kurz lang, kurz. Und wenn wir dann einen Moment warten, gibt es automatisch einen Abstand. Dann können wir zum Beispiel mal S. O, S zum Beispiel. Ich habe hier mal den Code für euch geöffnet. Ihr könnt den unterhalb des Videos downloaden. Ich habe hier jetzt die Anzeige für vier Matrix-Elemente nebeneinander. Ihr könnt hier auch 8 oder 16, was ihr möchtet. Also der Code ist so angepasst, dass ihr hier auch mehrere hintereinander stellen möchtet, wenn ihr dann noch mehrere zur Verfügung habt. Dann ist hier natürlich der Anschluss, was ich schon vorhin erklärt habe. Plus gäbe es hier noch die Möglichkeit, einen Buzzer, also einen Pfeifton anzuschließen. Achtet darauf, dass er nicht zu viel Spannung verbraucht, respektive Strom, dann, dass der Anschluss an eurem ESP nicht kaputt geht. Dann sind hier die ganzen Formen initialisiert. Ich habe hier Schriften und ich habe hier eine Anordnung. Hier können wir einstellen, dass die Matrixen nebeneinander sind, sonst würde das mit der Laufschrift nicht richtig funktionieren. Das ist nicht von mir, das habe ich im Internet gefunden. Auch die Schriften hier genau dasselbe. Dann haben wir hier wichtig zwei mehr Puls. Eines ist das Pause, also das hier könnt ihr die Geschwindigkeit einstellen. Je kleiner die Zahl ist, desto schneller könnt ihr nachher morsen. Das hier ist die für die Pause, die automatisch einen Leerschlag generiert, wenn ihr einen Moment nichts macht. Da könnt ihr mal ein bisschen rumspielen. Dann haben wir hier eigentlich die eigenen Funktionen, die das Loslassen und das Drücken des Knopfes dann in Umsetzen in einen Buffer, entweder in einen Stern oder in einen Strich, also kurz oder lang. Ihr seht dann hier eigentlich die eigentliche Umwandlung, Morsecode, also zum Beispiel Buchstabe B, der ist dann lang, kurz, kurz, kurz und wird dann als B ausgegeben. Hier sind eigentlich alle Zeichen. Wir haben hier noch ein paar Sonderzeichen reingemacht, nicht alle. Aber ihr könnt also sogar ein Add machen. Ihr findet auch auf dem Wikipedia dann den Eintrag dazu. Und wir haben euch auch im
ZIP-File, was ihr runterladen könnt, eine kleine Morse-Tabelle reingelegt. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es hier in die Kommentare auf YouTube. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr findet alle Artikel, die ich hier verwendet habe, unten verlinkt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen, euer Alf von der Bastelgarage. Tschüss zusammen.